Schluss. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Ripoli, und wir spielen immer noch Ultimate Chicken Horse. Mein Gott, ich muss mir den Namen noch ein bisschen einprägen. Im Creative Mode, das heißt, wir können hinsetzen, was wir wollen. Wo wir wollen. Bei mir ist natürlich, hätte ich jetzt fast vergessen, ne? Bei mir ist der Baron. Hi! Natürlich, ne? Ultimate Chicken Horse ohne Baron ist wie. Das wäre ja wie ohne die Kirche ohne Papst. Das wäre ein Skandal, wäre das. Guck mal, das ist das Paket. Was ist, wenn ich die da hinsetze? Ich bin da ja einer, der auch mal getestet. Oh, das habe ich nicht gesehen, das Ding. Ach, Wasserfall. Ziel entdeckt von Ripoli. Nee. Hast du nicht gesehen? Hallo? Ich habe gar nichts gesehen. Was soll ich gesehen haben? Ach, da oben. Hä? Wovon bist du denn gestorben? Unten schon. Ach so, warum haben wir den Wasserfall dann trotzdem bekommen? Ach, war der denn abgeknallt, dass du da Teil, oder? Ja, cool. Und was heißt Wasserfall? Ist das eine Map oder wie? Ja, das ist eine Map, ja. Die kenne ich auch noch, die Wasserfall-Map. Okay, die kenne ich nämlich noch gar nicht. Habe ich die dann für immer oder nur so lange wir jetzt spielen? Beigeschaltet. Weiß man auch nicht, ne? Das weiß ich gar nicht, wenn die Lobby. Och, Manno. Wenn die Lobby durch ist, ob dann wieder vorbei ist? Boah, jetzt muss ich aber den alten Schuleweg hier nehmen, ne? Den alten Schule. Ja, in der Tat. Also von dem schwarzen Loch ist man tot, sagst du. Ja. Okay. Und der zieht einen ja sogar rein. Oh, Lese, komm hier nicht mehr raus. Ich hab das hier zugemacht. Biber kann da oben. Ah! Oh, oh, oh. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße. Ein Fall nach anderen im Arsch. Nee, das wohl. Ich hab dein Ding gar nicht gesehen. Ich spring da immer. Ich hab das Metallgestell da ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich hab nur gemerkt, irgendwie komme ich da nicht weiter und bin so wild gesprungen. Komm, sterb. Eigentlich habe ich dieses Teil da nur hingesetzt, damit ich die Kiste kriege. Aber. Wie bist du denn da hochgekommen? Das ist ja voll assi. So, da steht's auch schon wieder gleich. Oh nein! Und nein! Und hat auch noch mehr Punkte als ich. Och, Menno! Dummes Pferd. Das ist ein fieses Ding. Oh Mann, das wird nicht witzig jetzt. Das wird nicht witzig. Also das schwarze Loch. Oh, ich hab's geschafft. Nein! Kurz vorm Ziel, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich hab's als einziger so schnell geschafft und. Wow! Das gab Points ohne Ende. Arsch. Ist das Eisengestell da wieder weg? Ja, ne? Ja, dann baut er doch mal direkt eine Falle dahin. Ja, sicher. Dann ist ja nicht ganz sicher, wie man jetzt da hochkommen soll. Aber das schwarze Loch finde ich interessant. Oh Gott, das ist ja jetzt an einer anderen Stelle. Du Fuchs! Rechtzeitig abgesprungen. Und dann kommt man auch noch so leicht hin. Es ist unfassbar. Yeah! Mit einem miesen Trick habe ich so weit ausgeschaltet. War das da schon immer offen, das Loch? Nee, ne? Ich bin doch gerade abgesprungen, weil ich musste ja wegen dem schwarzen Loch. Ich wollte eigentlich wieder auf den Aufzug springen. Und dann habe ich gedacht, warte mal, kommt man da durch? Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob das da schon immer war. Oh, jetzt spielen wir mal Wasserfall. Jo. Auch Creative, oder? Achso, nee, das kannst du wieder umstellen. Das wurde hier nur einmal gespielt haben. Ja, ich finde, Creative ist auch cool, aber ich mag Party fast lieber. Ja gut, aber man kann das ja mal mischen, wenn man nur das eine spielt, ne? Ja, weil du wirklich auch so ein bisschen, gerade mit den Bomben und sowas, du kannst halt miese Sachen bauen und weiß halt gar nicht so, wann kann ich die denn wieder wegmachen. Muss jetzt jemand mit der Map klarkommen. So, zeigt er die Map gar nicht an? Zeigt er die nie vorher an? Ja, ein Problem, der Typ. Der ist hinter der Kiste. Hä? Was? Der will was auswählen, aber. Hast du auch hinter der Kiste einen schwarzen Bildschirm? Nee, irgendwie nicht. Die Gosner Marga, der hat die Lobby verlassen. Oh, und nun habe ich hier die Kiste da stehen.
Guck mal, ich kann sogar was machen. Echt? Ich weiß noch nicht, was das ist hier. Hä? Information, Reaktion, Entschuldigung, Design. Ja, vielleicht nochmal rausgehen? Also ich komme aus der Kiste nicht raus. Ich auch nicht, genau das Problem ich auch. Wollen wir dann einmal wieder in die Lobby gehen? Ja. Rück zum Baumhaus, ja. So, Jelbe. Achso, hast du schon gemacht. Aber jetzt sind wir wieder nur zwei, ist der Typ ganz rausgegangen. Ja, schade. Wir müssten Virus echt dafür begeistern. Ich glaube, so eine Virus-Action hier wäre echt lustig. Ja, das stimmt. Da ist er wieder. Es kommen ja immer neue dazu. Ich habe sogar zwei dabei. Nee, aber auch den Server aufmachen, alles kein Problem bei dem Spiel. Also viel mit Beta hat das in meinen Augen nichts zu tun. Das ist echt jetzt das mit der Kiste. Das war noch ein kleiner Fehler vielleicht, ne? Ah, jetzt sieht's auch aus, als wenn das funktioniert. Aber ich glaube, der Typ hat auch irgendwas dumm rumgeklickt. Da ist der Start und wo ist das Ziel? Oben links der Baum. Ach du Scheiße, das ist was für dich. Ah. Was kannst du? Ich glaube, das wird easy jetzt schon. Nein! Nein! Und alle runter. Ja. Da ist die Lücke nicht groß genug. Ich glaube, die Lücke ist groß genug, aber du kannst nicht in dem Winkel da durchspringen. Weil du dich ja erstmal der Wand abstoßen musst, aber du musst genau an der Wand quasi hoch. Meine Vermutung. Der Wasserfall, drückt der einen runter oder was macht der? Das weiß ich gar nicht. Ja, mir ist jetzt nicht so aufgefallen. Oh, was ist jetzt mit Arthur? Oh, das haben wir schon. Ah, oh, der macht ja doch! Puh, mhm. Ich dachte schon, der war eingeschlafen. Das war ja eine sinnvolle Bombe. Ja, in der Tat. Aber der Arthur, der hat auch irgendwie Probleme mit dem Ding. Oh, was ist das denn für ein Kackblunt, ey? Was macht Arthur da jetzt? Wenn der weiter so macht, dann fliegt er. Ja, jetzt kann er da ganz er hätte es mal schaffen können. Ich glaube, er wollte erstmal auschecken, wie wir da so verrecken. Also eigentlich ist es aber jetzt schon schaffbar. Ja, sehe ich auch so. Noch, jetzt ist ja, die wird schon wieder anders aus. Oh nein, da ist meine Kuhle. Oh, da kriege ich nur so einen Rotz. Alter! Nee. Du bist so ein Blöd, Mann. Drei Sachen war kaputt. Jetzt wollen wir das Ganze ja nicht zu einfach machen. Ah, scheiße. Das ist immer noch nicht schaffbar. Oder? Ja, jetzt. Ich dachte, ich könnte an den. Ich bin ein Hühnchen, warum kann ich nicht fliegen? Ich könnte an den rechten Winkel darüber springen. Und warum lässt der Arthur immer alle erst verrecken? Was ist das für ein Arsch? Ja, weiter, so spielt. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. So auf K? Ne, ich bin jetzt wieder da. Du musst doch, ich hab mich mega erschrocken. Stell mein Bruder auf einmal hinter mir. Eine Aufnahme. Den habe ich jetzt auch auf Cam. Das heißt, ich kann die Folge nicht hochladen. Oder du musst einen schwarzen Balken rübersetzen, aber du hast gerade es gelernt zu schneiden. Ich weiß nicht. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist. Oh. Er macht ja hier mal alles weg. Ja, ich will ja. Nein! Nein! Komm! Ja. Stirb! Nein! Stirb! Warum? Oh, meine Chance! Dann schafft das aber. Yeah. Oh Mann! Ey. Du bist der Macher, ey. Du schaffst das nicht. Das Pferd hat endlich disconnected, zum Glück. Wäre immer ein bisschen nervig. Warum nehme ich Bombe? Hatte ich gar nicht vor, Mensch. Ach, hat er das Ding da noch weggemacht? Ja, wo ich's kann. Oh, jetzt wird's zu einfach. Ah, komm mal, bis er da. Ja, das ist jetzt echt einfach. Ja, das gibt's doch nicht, wie du da einfach durchrennst. Ich sag's ja, viele Jahre Super Mario. Mhm. Oh Gott, er springt da auch noch genau rein. Ey, du bist der Einzige, der hier gerade Punkte macht. Ich bin schockiert.
Jetzt habe ich Kamera zugehalten. Muss ich das hier auch noch rausschneiden? Jetzt macht er das doch auch noch genau weg, ne? Ne, das geht nicht. Nein! Oh! Da habe ich geripolit. Ich glaube, der Disc kam nicht an. Na, jetzt schafft ihr das auch noch, der Blödmann. Da gibt's wieder so wenig Punkte. Oh. Ja. Da freut er sich. Yo, Comeback. Ah, oh. Das ist gut gemacht, damit man noch eine Chance hat. Finde ich cool. Ah, wird mir alles geklaut. Oh Gott, das ist jetzt so mies. Ah, oh, shit. Oh, genau da rein. Unfassbar. Warum treffen die Kugeln mich immer? Aber ich bin Erster, ne? Ich kann die Web jetzt richtig asozial machen. Technisch gesehen schon, ja. Aber nur mit Holzbretter kommst du nicht weit. Mich verarschen? Wir können hier gar nicht weg. Der Zeitraum ist gar nicht. Das kannst du gar nicht schaffen. Ja. Der Zeitraum bietet sich gar nicht an. Warte. Oh. Siehst du? Weil ja, du in du die musst Richtung. Genau musst. In der Kurve springen, ne? Stimmt schon. Das ist ziemlich unrealistisch. Das ist. Lass mal gucken, was es noch Schönes in der Box hier gibt. Jetzt können wir da gar nicht mehr durch. Genau. Wie gesagt, ne? Ich bin. Ah. Best to best, ne? Boah, was dahin? Das macht's jetzt auf jeden Fall interessant. Junge! Oh, was? Was? Wie er einfach mal übertreibt und da durchfliegt. Junge! Hä, wieso bin ich nicht im Ziel? Oh. Nein! Nein! Ich war doch schon da! Oh, ja, Kollege, oh nein! Nein! Ich mag dich nicht mehr. Das war eine wichtige Runde. Ich mag dich nicht mehr. Oh, meine Lieblingswaffe im Spiel hier. Kacke, jetzt muss das ja doch schaffbar sein auf einmal, ne? Ja, oh nein. Gerade. Jetzt kommt er wieder mit der Armbrust an. Ja. Ja, genau. Ja, nicht schaffbar. Nee. Wie seid ihr da? Achso, da drunter her. Das geht gar nicht. Nach dir. Naja, das glaube ich auch nicht. Man muss so schnell sein. Nee, die kommt zu schnell, die Pfeile. Oh. Nein! Ja. Oh. Ja. Kann ja sein, dass das. Wie viele Runden sind es denn noch? Sehe ich das irgendwo? Achso, steht doch dick. Ist wieder ganz dick. Oh, wir sind nur zu zweit. Jeep hat schon wieder aufgegeben. Oh Mann. Jetzt lässt er sich natürlich Zeit, ne? Das geht. Hey, was mach ich denn? Das war ein bisschen. Oh Menno, ey. Eine Runde noch, mein Freund. Aber erst habe ich gewonnen, oder? Ach, du hast auch gewonnen. Wie das erste. Ist das nicht die. Ist das die zweite Erd? Nee, warte mal.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Nach 14 Minuten müsste schon eigentlich schon das zweite Match sein, oder? Ja. Doch klar, im ersten Match haben wir die neue Map noch bekommen. Die haben ja, glaube ich, noch Creative gespielt. War so klar, da habe ich mir schon gedacht, dass du da so am Warten warst. Ja. Hab ich von dir gelernt. Nein! Oh. Ja, ist egal. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Ja, ich bin so ein Ehrgeiztyp. Ich lasse mir den Sieg nicht gerne nehmen. Also am Anfang sah das sehr gut für dich aus. Scheiße. Nur mit deinem Kack-Comeback da, ey. Danke. Wieder mal hat der Hikuli gewonnen. Möchtest du mich vielleicht huldigen oder irgendwie? Nicht? Habe ich gerade gemacht. Siehst du aber erst, wenn du die Aufnahme guckst. Mittelfinger, wer? Nein, es gab sogar eine Verbeugung. Aber das war, wer hat eigentlich Anmod gemacht? Das war in dem Fall, glaube ich, ich wieder. Vier, warte, ja, Folge 4 genau. Bist du gewesen, Sir. Ja, das ist richtig. Darum sage ich jetzt auch in diesem Sinne, Baron, Dankeschön fürs Mitspielen. Immer wieder. Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, das brauche ich euch eigentlich nicht mehr sagen. Von dem Baron seinen Kanal. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, tschüss. Ciao, ciao.